Hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik in 5 Minuten. Ein richtig praktischer Versuch, auf den ich schon eigentlich seit Jahren Bock hatte. Und jetzt mache ich ihn endlich mal. Und zwar, wie kann ich den Entladevorgang am Kondensator und den Aufladevorgang am Kondensator mir hier quasi mal mit dem Oszilloskop hier grafisch anzeigen lassen. Weil ich habe ihn immer nur berechnet mit der E-Funktion. Jetzt möchte ich endlich hier mal mit diesem Aufbau hier den mal hier grafisch darstellen. Also, wie bin ich hier vorgegangen? Zuerst mal hier zur Schaltung. So sieht diese Schaltung aus. Ich habe eine 5-Volt-Quelle, das ist hier mein Labornetzteil. Die versorge ich hier mit Plus und Minus hier an dieser Stelle. Dann Widerstand 26,6 Kiloohm. Hier Kondensator, Elektrolytkondensator. Hier 10 Mikrofarad. So, und jeweils, und hier habe ich einen Schalter eingebaut. Wo ich den sozusagen, also ich mache einmal sozusagen, trenne ich den Kreis eigentlich hier. Hier ist auch noch einer drin. Das habe ich jetzt hier fast vergessen. Hier ist auch noch ein Schalter drin. So, und das hier sind diese beiden Schalter. Also hier der ganze Kreis. Warte, kommt mal mit. Leute, kommt mal mit. So, also hier sieht der Kreis folgendermaßen aus. Ich bin hier, gehe ich hier rüber. Gehe ich hier zurück und hier rüber wieder zu Minus nach Hause. Das ist das gleiche wie hier rüber und hier wieder nach Hause. Wenn der Schalter gedrückt ist, wenn der gedrückt ist. Wenn ich den drücke, schließe ich das Ganze hier sozusagen hier kurz. Das ist der, das ist dieses hier. So, und jetzt gucken wir uns hier mal im Ganzen das ganze Zeug an, wie das aussieht. So, ruckzuck geht es wieder hier aufs Stativ rauf. Zack, zack. So. Könnt ihr zum Oszilloskop gucken? Ja, könnt ihr. Perfekt. Und jetzt würde ich sagen, drücken wir den mal und dann schauen wir uns mal an, wie das ganze Zeug hier den Kondensator aufladen. Ui, ist das nicht schön. Leute, ist das nicht schön. Seht ihr das? Also ich greife die Spannung am Kondensator ab. Ah, herrlich, oder? So, und jetzt, wenn ich den jetzt wieder auslasse, dann habe ich hier so eine ganz langsame Entladung des Kondensators. Jetzt könnte einer noch sagen, ja toll. Aber ich vermute mal, er entlädt sich hier, weil das ist ja alles abgetrennt. Weil er kann nicht hier runter, er kann nicht hier runter. Irgendwie über irgendwelche parasitären Widerstände hier vom Kondensator entlädt sich der. Oder einfach über das Ossi. Ich weiß es nicht, ich könnte es nicht sagen. Auf jeden Fall entlädt sich innerhalb von einer halben Minute. So, jetzt wieder aufladen. Wieder die schöne E-Funktion. So, und jetzt Abfall. Haben wir eine E-Hoch-Minus-Funktion. Zack. Seht ihr, wenn ich kurz schließe? Und wieder aufladen. Und wieder entladen. Und wieder aufladen. Und wieder abladen. Entladen. Aufladen. Entladen. Aufladen. Entladen. Uch, das habe ich jetzt verdrückt. Und das ist jetzt das Ganze, was man ewig berechnet, nie mal irgendwie macht und sowas. Und das wollte ich euch jetzt hier schon ewig mal zeigen. Weil das ist echt hier, gefällt mir selber, sowas hier mal zu haben. Ja, so sieht es jetzt hier auch auf jeden Fall mit der Spannung hier über dem Kondensator. Im zweiten Teil dieses Videos gucken wir uns hier die Spannung an, hier über dem Widerstand. Wie sieht die Spannung über dem Widerstand aus? Das sieht ja nochmal ein bisschen anders aus, damit man auch so schön herleiten und berechnen kann. Also auf jeden Fall schon mal hier fürs Zusehen. Dankeschön. Hier oben zum Abonnieren-Button, wenn euch sowas gefallen hat, wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, hier oben abonnieren. Hier geht es zu einem weiteren coolen Video. Dankeschön fürs Zusehen. Euer Alexander von Elektrotechnik. Immer hier wie immer in 5 Minuten. Tschüss. Und